Das Jahr 1934 ist in Österreich von Gewalt geprägt. Schon in der ersten Jännerwoche kommt es zu zahlreichen Sprengstoffanschlägen der Nationalsozialisten. Die Regierung antwortet mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, vor allem entlang der gefährdeten Bahnlinien. Während seines Besuches in Österreich überbringt der italienische Unterstaatssekretär Suvic ein Schreiben Mussolinis, in dem dieser ein schärferes Vorgehen gegen den Marxismus fordert. Um den Wünschen des Bündnispartners zu entsprechen, wird den Sozialisten gegenüber eine härtere Gangart eingeschlagen. Eine Waffensuche im sozialdemokratischen Parteiheim in Linz löst schließlich die Februarkämpfe aus. Zur Niederschlagung des Aufstandes setzt die Regierung schwere Waffen und Artillerie ein. Diesem Bürgerkrieg fallen mehr als 1000 Personen zum Opfer. Tausende Sozialdemokraten werden in Haft genommen. In einer Rede kurz nach den Kämpfen erklärt Innenminister Fey: Es war notwendig, wieder einmal Kampfgeist in das österreichische Volk zu tragen. Es war notwendig, wieder einmal zu kämpfen, wie wir es und unsere Altvorderen gewohnt waren in all den Jahrhunderten. Am 1. Mai wird mit zahlreichen festlichen Aktivitäten die neue autoritäre Verfassung aus der Taufe gehoben. Nationalsozialisten besetzen am 25. Juli während eines Putschversuches das Gebäude der RAWAG und das Bundeskanzleramt. Eine Alarmabteilung der Polizei kämpft die Nationalsozialisten im Rundfunkgebäude nieder. Bilanz: 4 Tote. Im Bundeskanzleramt wird Dollfuß von 2 Schüssen niedergestreckt. Ohne medizinische Hilfe erliegt er am Nachmittag seinen Verletzungen. Vier Tage später ernennt Bundespräsident Miklas den bisherigen Unterrichtsminister Schuschnigg zum neuen Bundeskanzler. Die neue Regierung treibt den Ausbau von Industrie und Infrastruktur voran. Mit zunehmendem technischen Fortschritt steigt die Mobilität der Menschen. Motorräder und Autos beherrschen bereits das Straßenbild. Die innovativste Erfindung ist aber das Flugzeug, das nunmehr seinen Kinderschuhen entwachsen ist. Die Luftfahrzeuge versetzen die Menschen immer noch in Staunen und Piloten gelten als Helden der Lüfte. Immer bessere und schnellere Motoren werden entwickelt und immer längere und gefährlichere Strecken überwunden. Doch auch die Kriegsmaschinerie nutzt die neuesten Technologien. Staat und Militär demonstrieren Waffenstärke. Österreich. Ein musikalisches Kulturland, dem volkstümlichen Brauchtum verbunden und in der katholischen Tradition tief verwurzelt. So sieht das vom Ständestaat vermittelte Bild aus. Idyllische Landschaftsbilder und sportliche Aktivitäten werben für einen Urlaub in Österreich. Wirtschaft und Technik des kleinen Landes werden umfassend vorgestellt. Fortschrittliche Großprojekte wie Straßen- und Brückenbauten repräsentieren den neuen Staat. Ein österreichischer Nationalismus wird dem deutschen Nationalismus entgegengestellt. Besonders zum übermächtigen Nachbarn Deutschland ist der Blick getrübt. Aufnahmen von Hakenkreuzen, Aufmärschen, politischen Funktionären oder wirtschaftlichen Leistungen des Deutschen Reiches werden rigoros aus den Beiträgen entfernt.
Übrig bleiben hauptsächlich Sportbilder oder unverfängliche Alltagskultur. Demgegenüber werden die Vorzüge verbündeter Staaten ausführlich gewürdigt. Die Wochenschau bringt aber auch Nachrichten und Bilder aus aller Welt. Wichtige Ereignisse des Weltgeschehens sieht das Kinopublikum durch das Auge der Wochenschaukamera. Beiträge aus entfernten Weltgegenden zeigen ein wenig objektives Bild. Vielmehr offenbart sich hier der ethnografische Blick der zivilisierten Welt auf das Fremde. Der Kolonialismus ist noch nicht überwunden. Fremde Kulturen werden als Kuriosum bestaunt. Trotz aller Widersprüchlichkeiten legten die Tonwochenschauen der 30er Jahre den Grundstein zu einer Sicht auf die Welt, die bis weit in unsere Zeit hinein nachwirkt. Sie hier in Wien als Vertreter im Auftrag Ihres Ministerpräsidenten, als Vertreter der italienischen Regierung bei uns hier am historischen Ballhausplatz begrüßen zu können. Sie können überzeugt sein, es ist nicht formale Höflichkeit, es ist uns ehrlich herzliches Bedürfnis, Sie willkommen zu heißen, und Sie können überzeugt sein, dass die ganze österreichische Bevölkerung Sie mit großer Herzlichkeit willkommen heißt. Herr Kanzler, ich danke Ihnen besten für unseren freundlichen Gruß. Es ist für mich eine wirkliche Freude, hier in Wien zu sein, als Gast der österreichischen Regierung und Ihnen den Besuch zurückzuerstatten, den Sie uns in Italien gemacht haben. Meine Eindrücke in Wien und in Österreich, ein Land, das ich seit langer Zeit kenne und preise, werden bestimmt die besten sein. Io mi auguro, signor Cancelliere, che lei possa continuare la buona abitudine di venire a trovarsi di quando in quando a Roma, dove lei sa che avrà sempre l'accoglienza più cordiale. Die Ausschaltung der Lichtleitung und Stilllegung der elektrischen Straßenbahn war das Zeichen für den Beginn des wohl vorbereiteten Putschversuches der Sozialdemokratischen Partei in Wien. Die sofortige Alarmierung der gesamten Staatsexekutive, die erste Gegenmaßnahme der Regierung. Dank dem aufopferungsvollen Eingreifen von Bundesheer, Polizei, Gendarmerie mit Unterstützung der freiwilligen Formationen, die die Regierung zum Schutze der Heimat aufgerufen hat, gelang es auch während der Kampfhandlung, die lebenswichtigen Betriebe in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Zunächst wurde die innere Stadt für den allgemeinen Verkehr gesperrt, um jeden Zuzug von außen her hintanzuhalten. Streifpatrouillen durchziehen die Straßen der äußeren Bezirke. Die Organe der Staatsexekutive waren dem Feuer der in den Gemeindebauten wohlverschanzten Aufrührer preisgegeben und es musste, da die Eroberung dieser Festungen oder sogenannten Volkswohnhäusern mit Handfeuerwaffen unmöglich war, Artillerie herangezogen werden. Die Hauptstützpunkte der Schutzbündler waren das Arbeiterheim in Otterkring, die Gemeindehäuser in Simmering, der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt, aus dem besonders hartnäckiger Widerstand geleistet wurde.
Einer der letzten Stützpunkte der Aufrührer war der Goethehof in Kaisermühlen, der einen ausgesprochenen Brückenkopf darstellt. Verhaftete Schutzbündler werden nach Waffen durchsucht und abgeführt. Vizekanzler Major Fey, der vielfach persönlich die Aktionen zur Bekämpfung des Aufstandes in der ersten Feuerlinie leitete, begibt sich zum Besuche der Verwundeten ins Allgemeine Krankenhaus. Die Freundschaft zwischen Österreich und Ungarn ist ja bekanntlich wirklich tief verankert. Gemeinsame Geschichte, gemeinsames geschichtliches Erleben durch Jahrhunderte, gemeinsame Not und gemeinsame Freude haben die beiden füreinander vereinigt. Und in der Zeit, wo wir beide kleine Länder geworden sind, in der Zeit spüren wir umso mehr das gemeinsame Band, das uns vereinigt. Empfinde ich umso mehr den Pulsschlag der Herzlichkeit, der mir als dem Vertreter meiner Heimat, Österreichs, hier entgegengeschlagen ist. Sie hörten soeben die Rede des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Engelbert Dollfuß. Jetzt tritt der König ungarische Ministerpräsident Julius von Gömbös vor das Mikrofon. Wir waren im Kriege Kameraden. Wir sind in der Politik Freunde geworden. Diese Kameradschaft und diese Freundschaft bürgt uns, dass wir den eingeschlagenen Weg sicheren Schrittes zusammengehen werden. Wir haben in Erkenntnis gebracht, dass Österreich und Ungarn zwar staatsrechtlich geschieden, doch in der Politik und in der Wirtschaft zusammengehen müssen. Die Berge Tirols sind wieder einmal Zeugen einer wehrhaften Erhebung ihres Volkes. So sehen die Propagandamittel einer Partei aus, die damit den friedlichen Wiederaufbau unseres Vaterlandes gefährdet. Solch eine Explosivkraft liegt in den angeblich ungefährlichen Knallfröschen. An dieser Stelle wurde der Zollwachtbeamte Winkler von Nationalsozialisten ermordet, beraubt und in den Inn geworfen. Diese Morde sowie Gefährdung der friedlichen Bevölkerung durch Terroraktionen führten in Tirol zum Alarmzustand der wehrhaften Bevölkerung. Aus allen Berufsständen strömen die jungen Männer zu den Waffen, um ihre Pflicht der Heimat gegenüber zu erfüllen. Die jungen Heimatschützer versammeln sich am Ortsplatz, um von hier aus geschlossen in die Hauptstadt zu marschieren. Die ältere Generation fasst vom Gemeindeamt Gewehre, um den Ortsschutz zu übernehmen. Militärische Skipatrouillen versehen im Grenzgebiet ihren Dienst. An den Grenzen stehen die Posten, um gegen Überfälle zu sichern. Jedes Auto wird aufgehalten und genau visitiert. So schützt sich Tirol gegen Übergriffe und Angriffe auf die Ruhe und Sicherheit in der Heimat. Das Hotel Schiff in Linz, das Heim der Sozialdemokratischen Partei, war der Ausgangspunkt für den marxistischen Putschversuch in Österreich. Durch ein verdächtiges Telegramm an einen Schutzbundführer sah sich die Polizei veranlasst, eine Untersuchung des Parteiheimes vorzunehmen. Als sich die Wachebeamten dem Hause näherten, wurde das Feuer auf sie eröffnet. Es musste Verstärkung herangezogen werden und erst nach Aufbietung von Geschützen ergaben sich die Schutzbündler. Mit den hinter Holzwänden in den Mansardenzimmer versteckten Waffen
die in großer Zahl gefunden wurden, hätten die Aufrührer das Parteiheim noch lange wie eine Festung verteidigen und unabsehbaren Schaden anrichten können, wenn es nicht gelungen wäre, durch Einsetzen von Artillerie die Übergabe zu beschleunigen. Auf diesem Tisch war ein Maschinengewehr montiert, mit dem der Eingang durch den Hausflur 4 Stunden lang in Schach gehalten wurde. Durch eine Handgranate wurde das Maschinengewehr außer Gefecht gesetzt. Im Hofe wurden zahlreiche Sprengkörper gefunden, die nicht zur Explosion gekommen waren. Eine der modernsten Schulbauten Europas ist die Düsterwegschule, die von den Sozialdemokraten mit einem Aufwand von nicht weniger als 4 Millionen Schillingen gebaut wurde. Wie sich jetzt herausstellte, bewährte sich der Bau als Festung recht gut. Und es war auch hier Artillerie notwendig, um übergroße Verluste an Menschenleben zu verhüten. Mit der Eroberung dieser Schule war ein wichtiger Stützpunkt gewonnen worden, da von hier aus der größte Teil der Stadt überblickt werden kann. Schwere Kämpfe spielten sich auf dem freien Berg ab, wo sich die Schutzbündler in einem Gasthause, das zu normalen Zeiten ein beliebter Ausflugsort der Linzer ist, verschanzt hatten. Wie die zahlreichen Artillerievolltreffer und die Infanteriegeschosseinschläge in Mauern und Fenstern zeigen, wurde um den Besitz dieses in dominierender Lage sich befindlichen Hauses erbittert gekämpft. Urfahr war eine der letzten Rückzugsstellungen der Aufrührer. Hier waren die Schutzbündler hauptsächlich in einer Villa eingenistet, aus der sie durch einige präzise Artillerielagen vertrieben wurden. Die Straßen wurden dann durch den Heimatschutz im Sturm gesäubert. Bundesführer Fürst Starenberg, der die Kampfhandlung seiner braven Heimatschützer in Oberösterreich persönlich leitete. Die aufopferungsvolle Tapferkeit von Bundesheer, Polizei, Gendarmerie mit Unterstützung der freiwilligen Formationen, die die Regierung zum Schutze der Heimat aufgeboten hat, hat es ermöglicht, dass auch in Linz die Ruhe in kürzester Zeit wiederhergestellt wurde. Eine der schwierigsten Kampfhandlungen der staatlichen Exekutive gegen die marxistischen Aufrührer war die Niederwerfung des Aufstandes in Bruck an der Mur. Vom Schlossberg aus beschossen die Schutzbündler mit Maschinengewehren die Truppen, die in zahlreichen Kraftfahrzeugen heranrückten, um die in ihrer Kaserne eingeschlossene Gendarmerie zu befreien. Die Gendarmeriekaserne liegt mitten in der Stadt und wurde durch ein Maschinengewehr, das in einem gegenüberliegenden Hause eingebaut war, unter Feuer gehalten. Die Gendarmen mussten sich darauf beschränken, in der Kaserne in Verteidigungszustand zu bleiben. In einem 4 Kilometer von Bruck entfernten sozialdemokratischen Kinderheim hatten sich Schutzbündler eingenistet. Das Haus konnte erst nach Artillerievorbereitung genommen werden. Die aus ihren Stützpunkten vertriebenen Aufrührer flüchteten in die nahen Wälder und mussten dort aufgegriffen werden. Da es in Bruck an Lokalitäten, die zur Festhaltung so vieler Menschen groß und gesichert genug sind, mangelt, wurde der Theatersaal des Arbeiterheimes in ein Arrestlokal umgewandelt, in dem die Schutzbündler von der erhöhten Bühne aus bewacht werden. In dieser Situation warten diese verhetzten Menschen auf den Abtransport. Zahlreich und verschiedenartig sind die Waffen, die man teils bei den Gefangenen, teils in Verstecken gefunden hat. Eigenartig, aber bestimmt nicht ungefährlich, sind diese primitiven, mit Draht umwundenen Explosivkörper, die bei der Revolte gegen die Staatsgewalt verwendet wurden. Im Palazzo Venezia wurden die 3 Protokolle, welche die Ergebnisse der Besprechungen von Rom zusammenfassen, feierlich unterzeichnet. Als erster unterzeichnete Bundeskanzler Dr. Dollfuss, als zweiter der ungarische Ministerpräsident Gömbös und als letzter der Duce Benito Mussolini. Das erste Protokoll ist ein konsultativer Pakt der 3 Mächte Italien, Österreich und Ungarn und bekräftigt den Entschluss der 3 Staaten, sich in allen wichtigen Fällen auf eine einheitliche Politik zu einigen
wobei das Hauptziel dieser Politik die Erhaltung der Selbstständigkeit der drei Staaten und vor allem die Sicherung der Selbstständigkeit Österreichs ist. Ferner wird die Forderung einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas als weiteres Ziel des Drei-Mächte-Paktes bezeichnet. Das dritte Protokoll enthält Abmachungen wirtschaftlicher Natur. Platz, auf dem wir uns hier befinden, jener Platz, auf dem durch Jahrhunderte hindurch in manchen Belangen die Geschicke unseres lieben Klosters Neuburg entschieden worden sind, den Namen Dr. Dollfussplatz tragen. Jeder, der treu und ehrlich auf dem Platz, auf den ihn die Fügung gestellt hat, seine Pflicht erfüllt und sei es der sogenannte letzte Dienst. Jeder, der seine Pflicht erfüllt, ist ein gleichwertiger Bürger dieses Landes. Und wir wollen nicht verproletarisieren, nicht, wie es das Ziel des Sozialismus war, möglichst alle hinuntertauchen, sondern im Gegenteil, wir wollen allen helfen, menschlich emporzusteigen und sich wirklich berechtigt als gleichwertiger Mensch neben allen übrigen füllen und neben die stellen zu können. Der am Montag nachts vom Wiener Westbahnhof abgefertigte D-Zug ist nächst der Personenhaltestelle Oftering entgleist. Das Unglück ist dadurch entstanden, dass Bahnfrevler eine 15 Meter lange Schiene des linksseitigen Schienenstranges beseitigt haben. Diese Schiene wurde am Fuße des niedrigen Dammes, auf dem die Strecke an dieser Stelle verläuft, vorgefunden. Bei der Entgleisung des von einer modernen Hochleistungslokomotive geführten D-Zuges stürzte die Lokomotive um. Der Lokomotivführer, der auf der rechten Seite des Führerstandes stand, konnte sich beim Absturz retten. Der Heizer aber wurde von den Kohlenmassen des Tenders erdrückt. Der erste Postwagen, der Dienstwagen und der zweite Postwagen rollten den Damm hinab und wurden ineinander geschoben. Die nachfolgenden Personenwagen, die vermöge ihrer modernen Eisenkonstruktion bedeutend höhere Widerstandskraft aufweisen, entgleisten zwar zum Teil, wurden aber nicht nennenswert beschädigt, so dass es unter den Passagieren keine Verletzten gab. Wie schon erwähnt, entstand das Unglück nicht durch Außerachtlassung dienstlicher Obliegenheiten, sondern infolge eines verbrecherischen Anschlages. Die Aufräumungsarbeiten konnten in kürzester Zeit das zweite Gleis freilegen, so dass der normale Zugsverkehr Dienstag früh wieder aufgenommen werden konnte. Tausenden seid ihr heute hierher gekommen, um einen großen Gedenktag der Geschichte Wiens und Österreichs zu feiern. Das ist Frühling geworden. In der Natur, in unserer schönen Vaterstadt Wien, in unserem lieben Vaterlande Österreich, das Weihespiel beginne.
Ihr seid Österreicher. Ihr müsst fest zusammenhalten. Ob eure Eltern diesem oder jenem Stande angehören. Das soll ja der Sinn des neuen Österreichs sein, dass wir endlich alle lernen über die Gegensätze des Geschlechtes, des Alters, des Berufes, des Besitzes oder der Bildung hinweg einig zusammenzustehen. Habt ihr in der Schule schon das schöne Dichterwort gelesen? Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die Wurzeln deiner Kraft. Wenn ihr wieder nach Hause kommt, dann grüßt eure Eltern und sagt ihnen, wie schön es heute war. Sagt ihnen, dass ihr dabei gewesen seid, als das Fundament gelegt wurde für das neue österreichische Haus, dessen schönster Schmuck und Zierde ihr, meine lieben Buben und Mädels, seid. Mitarbeit. Dem Sinn wollen wir alle heute geloben, unser Bestes, was wir haben, all unsere Kraft einzusetzen, nicht zu ermüden und nicht zu erlahmen, wenn es gilt, dazu beizutragen, dass unsere Heimat wirklich friedlicheren Zeiten entgegengeht, dass in unserer Heimat neue Friede, neue Freude und neue Lebensfreude wirklich lebendig werden. Als südlichstes Bollwerk des geschlossenen Sprachgebietes der deutschen Ostmark blickt Villach auf eine viel bewegte, bedeutsame Vergangenheit zurück. Die malerisch gelegene Perau-Kirche ist die schönste Barockkirche Kärntens. Interessant sind die noch vielfach bei festlichen Anlässen getragenen uralten Trachten. Tiefes Heimatgefühl, treue Liebe zu Volkstum und Volksbrauch zeichnen die Bevölkerung Kärntens aus. Das Land ist reich an Volkstänzen. Yeah.
Die Römerstadt Aguntum am Debansbach östlich von Lienz gelegen, wird durch das Archäologische Institut der Wiener Universität seit 1931 ausgegraben. Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms der österreichischen Bundesregierung wurde die Bundesstraße bei Delsach so verlegt, dass sie die Römerstadt durchquert. So sind hier modernster Straßen- und Brückenbau und 2000-jährige antike Baukultur nebeneinander zu finden. Einzelne Häuser zeigen die sogenannten Hippokausten, das sind Anlagen für Heißluftheizung, wie sie im ganzen Römischen Reich gebräuchlich waren. Unermesslich groß ist das Fundinventar an einfachen Eisenwerkzeugen, Bronzegegenständen und Töpferwaren. Unter anderen Topfscherben wurde auch ein wohlerhaltenes Öllämpchen gefunden, welches die Marke einer oberitalienischen Tonwarenfabrik erkennen lässt. Auch Terra Sigillata-Scherben und andere Tonwaren finden sich in reichster Fülle. Die Stücke werden von kundiger Hand wieder zusammengesetzt und in Lienz im Museum Aguntum aufbewahrt. Österreichisches Fest hat uns heute all die vielen Tausende hier an diesem wunderbaren September-Sonntag auf diesem unvergleichlichen Festplatz in Wien zusammengeführt. Allen voran gilt heute unser unauslöschlicher Dank, gilt höchste Ehre unseren toten Helden. Ihnen entbieten wir in dieser Feierstunde Österreichs Dank und Ehrengruß. Abbiamo die Voraussetzungen auch für das Gelingen der großen weltgeschichtlichen Zeitaufgabe, die vor einem Vierteljahrtausend der Welt von damals und im Besonderen unserem Österreich gestellt war. Die österreichische Bundesregierung hat im Verein mit der Gemeinde Wien sich entschlossen, die alte Reichsbrücke über die Donau, die den Verkehrsverhältnissen in keiner Weise mehr entsprach, umzubauen. Und zwar wird die neue Brücke an der gleichen Stelle, wo die alte stand, als Kettenbrücke erbaut. Um eine Verkehrsunterbrechung zu verhindern, wurde durch Ausschieben des alten Tragwerkes um 26 Meter stromabwärts eine Notbrücke errichtet. Die Verschiebung des 334 Meter langen und 4/18 Millionen Kilogramm schweren Brückenkolosses ist eine einzig dastehende technische Leistung. Die Brücke musste mittels einer großen Anzahl hydraulischer Pumpen von ihren alten Lagern abgehoben und auf besonders konstruierte, ungemein massive Verschubwagen gelagert werden. Auf 8 in Verlängerung der Pfeiler erbauten Gleisen
bewegte sich die Brücke in der Stunde um 7 Meter. Der Antrieb erfolgte von Hand aus mit Winden und dazwischen geschalteten Flaschenzügen. Die besondere Schwierigkeit bestand nicht nur in der Überwindung des großen Gewichtes und der Länge des Tragwerkes, sondern in der Forderung, die Brücke ohne Verbiegungen genau an ihre neue Stelle zu bringen. Die Verschiebungsarbeiten gingen nach einem sorgfältig ausgedachten Plan so schnell vonstatten, dass die Verkehrsunterbrechung nicht einmal 48 Stunden dauerte. Die Nordrampe der Großglockner Hochalpenstraße, ein Meisterwerk österreichischer Straßenbaukunst, ist fertiggestellt und bis über 2400 Meter hoch befahrbar. In 14 breiten Kehren windet sich die neue Straße von Fusch bis zum Törl hinauf. Nur noch 12 Kilometer trennen das Ende dieser schönsten und modernsten Alpenstraße Europas von dem anderen Teil, der vom Süden her in die Region der Gletscher vordringt. Landeshauptmann Dr. Rehrl, der tatkräftige Förderer des Baues der Hochalpenstraße, lenkt das erste Auto über die noch unfertige 12 Kilometer lange Strecke. In seiner Begleitung befindet sich der Erbauer der Straße, Oberbaurat Ingenieur Wallach. Jahrhunderte alt ist die Sehnsucht des Nordens nach dem Süden. Schon die Römer versuchten, eine Straße über das Hochtor und das Fuschertörl zu bauen. Unserer Generation war es vorbehalten, eine moderne Autostraße über den gewaltigen Gebirgsstock des Glockner Massivs zu führen. Innerhalb eines Jahres wird die Scheitelstrecke vom Fuschertörl durch den Mittertörl-Tunnel und den Hochtortunnel bis in das Guttal fertiggestellt und die Glocknerstraße in ihrer Gesamtlänge von 40 Kilometer vollendet sein. Sie wird dem Zusammenschluss der Bundesländer Salzburg, Kärnten und der Landesteile Ost- und Nordtirols dienen. Die Vollendung der Glocknerstraße wird dem internationalen Kraftwagenverkehr ein neues und prächtiges Tor in unser schönes österreichisches Heimatland auftun und einen herrlichen Weitblick in die mächtige Gletscherwelt bieten, der bisher nur Hochtouristen vorbehalten war. Das österreichische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit hat gemeinsam mit österreichischen, italienischen und schweizerischen Behörden und Fachstellen die erste internationale Alpenwertungsfahrt mit Ersatzbrennstoffen auf einer ca. 2500 Kilometer langen Fahrtstrecke durchgeführt und die Verwendung heimischer Brennstoffe für Kraftfahrzeuge geprüft. Der gefürchtete Katschberg. Die günstigen Ergebnisse dieser Fahrt haben die gestellten Erwartungen noch übertroffen und damit der österreichischen Volkswirtschaft weitgehende Aussichten für die Zukunft eröffnet. Anlässlich meiner Ernennung zum Generalsekretär der Vaterländischen Front wende ich mich an Sie keineswegs mit dem billigen Appell in die Vaterländische Front einzutreten. Wer mir den notwendigen Vertrauensvorschuss nicht geben will, möge abwarten, ob das Generalsekretariat der Vaterländischen Front wirklich nach den Richtlinien geführt wird, die Sie kennen. Dann ist noch immer Zeit zu einer Entschließung. Und nun richte ich von der gleichen Stelle, von der aus ich schon so oft zu Ihnen sprechen durfte, an alle Mitglieder der Vaterländischen Front meinen Gruß. Seebahn Schaden anrichten können, wenn es nicht gelungen wäre, durch Einsetzen von Artillerie die Übergabe zu beschleunigen. Auf diesem Tisch war ein Maschinengewehr montiert,
mit dem der Eingang durch den Hausflur 4 Stunden lang in Schach gehalten wurde. Durch eine Handgranate wurde das Maschinengewehr außer Gefecht gesetzt. Im Hofe wurden zahlreiche Sprengkörper gefunden, die nicht zur Explosion gekommen waren. Eine der modernsten Schulbauten Europas ist die Düsterwegschule, die von den Sozialdemokraten mit einem Aufwand von nicht weniger als 4 Millionen Schillingen gebaut wurde. Wie sich jetzt herausstellte, bewährte sich der Bau als Festung recht gut. Und es war auch hier Artillerie notwendig, um übergroße Verluste an Menschenleben zu verhüten. Mit der Eroberung dieser Schule war ein wichtiger Stützpunkt gewonnen worden, da von hier aus der größte Teil der Stadt überblickt werden kann. Schwere Kämpfe spielten sich auf dem freien Berg ab, wo sich die Schutzbündler in einem Gasthause, das zu normalen Zeiten ein beliebter Ausflugsort der Linzer ist, verschanzt hatten. Wie die zahlreichen Artillerievolltreffer und die Infanteriegeschosseinschläge in Mauern und Fenstern zeigen, wurde um den Besitz dieses in dominierender Lage sich befindlichen Hauses erbittert gekämpft. Urfahr war eine der letzten Rückzugsstellungen der Aufrührer. Hier waren die Schutzbündler hauptsächlich in einer Villa eingenistet, aus der sie durch einige präzise Artillerielagen vertrieben wurden. Die Straßen wurden dann durch den Heimatschutz im Sturm gesäubert. Bundesführer Fürst Starenberg, der die Kampfhandlung seiner braven Heimatschützer in Oberösterreich persönlich leitete. Die aufopferungsvolle Tapferkeit von Bundesheer, Polizei, Gendarmerie mit Unterstützung der freiwilligen Formationen, die die Regierung zum Schutze der Heimat aufgeboten hat, hat es ermöglicht, dass auch in Linz die Ruhe in kürzester Zeit wiederhergestellt wurde. Eine der schwierigsten Kampfhandlungen der staatlichen Exekutive gegen die marxistischen Aufrührer war die Niederwerfung des Aufstandes in Bruck an der Mur. Vom Schlossberg aus beschossen die Schutzbündler mit Maschinengewehren die Truppen, die in zahlreichen Kraftfahrzeugen heranrückten, um die in ihrer Kaserne eingeschlossene Gendarmerie zu befreien. Die Gendarmeriekaserne liegt mitten in der Stadt und wurde durch ein Maschinengewehr, das in einem gegenüberliegenden Hause eingebaut war, unter Feuer gehalten. Die Gendarmen mussten sich darauf beschränken, in der Kaserne in Verteidigungszustand zu bleiben. In einem 4 Kilometer von Bruck entfernt. Über die Gegensätze des Geschlechtes des Alters
des Berufes, des Besitzes oder der Bildung hinweg eilig zusammenzustehen. Habt ihr in der Schule schon das schöne Dichterwort gelesen? Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die Wurzeln deiner Kraft. Wenn ihr wieder nach Hause kommt, dann grüßt eure Eltern und sagt ihnen, wie schön es heute war. Sagt ihnen, dass ihr dabei gewesen seid, als das Fundament gelegt wurde für das neue österreichische Haus, dessen schönster Schmuck und Zierde aufgerufen hat, gelang es auch während der Kampfhandlung, die lebenswichtigen Betriebe in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Zunächst wurde die innere Stadt für den allgemeinen Verkehr gesperrt, um jeden Zuzug von außen her hintanzuhalten. Streifpatrouillen durchziehen die Straßen der äußeren Bezirke. Die Organe der Staatsexekutive waren dem Feuer der in den Gemeindebauten wohlverschanzten Aufrührer preisgegeben und es musste, da die Eroberung dieser Festungen oder sogenannten Volkswohnhäusern mit Handfeuerwaffen unmöglich war, Artillerie herangezogen werden. Die Hauptstützpunkte der Schutzbündler waren das Arbeiterheim in Otterkring, die Gemeindehäuser in Simmering, der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt, aus dem besonders hartnäckiger Widerstand geleistet wurde. Einer der letzten Stützpunkte der Aufrührer war der Goethehof in Kaisermühlen, der einen ausgesprochenen Brückenkopf darstellt. Verhaftete Schutzbündler werden nach Waffen durchsucht und abgeführt. Vizekanzler Major Fey, der vielfach persönlich die Aktionen zur Bekämpfung des Aufstandes in der ersten Feuerlinie leitete, begibt sich zum Besuche der Verwundeten ins allgemeine Krankenhaus. Die Freundschaft zwischen Österreich und Ungarn ist ja bekanntlich wirklich. Wir Wiener Buben lieben unsere Heimat. Wir sind stolz, Österreicher zu sein. Wir wollen lernen und uns rüsten, dass wir tüchtig werden wie unsere Väter. Uns würdig, richtige Wiener zu sein. Tapfer, treu und arbeitsam. Buben und Mädel, ihr seid Österreicher. Ihr müsst fest zusammenhalten. Ob eure Eltern diesem oder jenem Stande angehören. Das soll ja der Sinn des neuen Österreichs sein, dass wir endlich alle lernen über die Gegensätze des Geschlechtes, des Alters, des Berufes, des Besitzes oder der Bildung hinweg
einer eilig zusammenzustehen. Habt ihr in der Schule schon das schöne Dichterwort gelesen? Ans Vaterland, ans Teure, schließ dich an. Das halte fest mit deinem ganzen Herzen. Hier sind die Wurzeln deiner Kraft. Wenn ihr wieder nach Hause kommt, dann grüßt eure Eltern und sagt ihnen, wie schön es heute war. Sagt ihnen, dass ihr dabei gewesen seid, als das Fundament gelegt wurde für das neue österreichische Haus, dessen schönster Schmuck und Zierde ihr, meine lieben Buben und Mädels, seid. Getreue Mitarbeit. Dem Sinn wollen wir alle heute geloben, unser Bestes, was wir haben, all unsere Kraft einzusetzen, nicht zu ermüden und nicht durch Außerachtlassung dienstlicher Obliegenheiten, sondern infolge eines verbrecherischen Anschlages. Die Aufräumungsarbeiten konnten in kürzester Zeit das zweite Gleise freilegen, so dass der normale Zugsverkehr Dienstag früh wieder aufgenommen werden konnte. Tausenden seid ihr heute hierher gekommen, um einen großen Gedenktag der Geschichte Wiens und Österreichs zu feiern. Es ist Frühling geworden. In der Natur, in unserer schönen Vaterstadt Wien, in unserem lieben Vaterlande Österreich, das Weihespiel beginne. Sowie Gefährdung der friedlichen Bevölkerung durch Terroraktionen führten in Tirol zum Alarmzustand der wehrhaften Bevölkerung.
Aus allen Berufsständen strömen die jungen Männer zu den Waffen, um ihre Pflicht der Heimat gegenüber zu erfüllen. Die jungen Heimatschützer versammeln sich am Ortsplatz, um von hier aus geschlossen in die Hauptstadt zu marschieren. Die ältere Generation fasst vom Gemeindeamt Gewehre, um den Ortsschutz zu übernehmen. Militärische Skipatrouillen versehen im Grenzgebiet ihren Dienst. An den Grenzen stehen die Posten, um gegen Überfälle zu sichern. Jedes Auto wird aufgehalten und genau visitiert. So schützt sich Tirol gegen Übergriffe und Angriffe auf die Ruhe und Sicherheit in der Heimat. Das Hotel Schiff in Linz, das Heim der Sozialdemokratischen Partei, war der Ausgangspunkt für den marxistischen Putschversuch in Österreich. Durch ein verdächtiges Telegramm an einen Schutzbundführer sah sich die Polizei veranlasst, eine Untersuchung des Parteiheimes vorzunehmen. Als sich die Wachebeamten dem Hause näherten, wurde das Feuer auf sie eröffnet. Es musste Verstärkung herangezogen werden und erst nach Aufbietung von Geschützen ergaben sich die Schutzbündler. Mit den hinter Holzwänden in den Mansardenzimmer versteckten Waffen, die in großer Zahl gefunden wurden, hätten die Aufrührer das Parteiheim noch lange wie eine Festung verteidigen und unabsehbaren Schaden anrichten können, wenn es nicht gelungen wäre, durch Einsetzen von Artillerie die Übergabe zu beschleunigen. Auf diesem Tisch war ein Maschinengewehr montiert, mit dem der Eingang durch den Hausflur 4 Stunden lang in Schach gehalten wurde. Durch eine Handgranate wurde das Maschinengewehr außer Gefecht gesetzt. Im Hofe wurden zahlreiche Sprengkörper gefunden, die nicht zur Explosion gekommen waren. Eine der modernsten Schulbauten Europas ist die Düsterwegschule, die von den Sozialdemokraten mit einem Aufwand von nicht weniger als 4 Millionen Schillingen gebaut wurde. Wie sich jetzt herausstellte, bewährte sich der Bau als Festung recht gut. Und es war auch hier Artillerie notwendig, um übergroße Verluste an Menschenleben zu verhüten. Mit der Eroberung dieser Schule war ein wichtiger Stützpunkt gewonnen worden, da von hier aus der größte Teil der Stadt überblickt werden kann. Schwere Kämpfe spielten sich auf dem freien Berg ab, wo sich die Schutzbündler in einem Gasthause, das zu normalen Zeiten ein beliebter Ausflugsort der Linzer ist, verschanzt hatten. Wie die zahlreichen Artillerievolltreffer und die Infanteriegeschosseinschläge in Mauern und Fenstern zeigen, wurde um den Besitz dieses in dominierender Lage sich befindlichen Hauses erfüllt. Die Römerstadt Aguntum am Debansbach, östlich von Lienz gelegen, wird durch das Archäologische Institut der Wiener Universität seit 1931 ausgegraben.
Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms der österreichischen Bundesregierung wurde die Bundesstraße bei Delsach so verlegt, dass sie die Römerstadt durchquert. So sind hier modernster Straßen- und Brückenbau und 2000-jährige antike Baukultur nebeneinander zu finden. Einzelne Häuser zeigen die sogenannten Hippokausten, das sind Anlagen für Heißluftheizung, wie sie im ganzen Römischen Reich gebräuchlich waren. Unermesslich groß ist das Fundinventar an einfachen Eisenwerkzeugen, Bronzegegenständen und Töpferwaren. Unter anderen Topfscherben wurde auch ein wohlerhaltenes Öllämpchen gefunden, welches die Marke einer oberitalienischen Tonwarenfabrik erkennen lässt. Auch Terra Sigillata-Scherben und andere Tonwaren finden sich in Reichs. Das Archäologische Institut der Wiener Universität seit 1931 ausgegraben. Im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogramms der österreichischen Bundesregierung wurde die Bundesstraße bei Delsach so verlegt, dass sie die Römerstadt durchquert. So sind hier modernster Straßen- und Brückenbau und 2000-jährige antike Baukultur nebeneinander zu finden. Einzelne Häuser zeigen die sogenannten Hippokausten, das sind Anlagen für Heißluftheizung, wie sie im ganzen Römischen Reich gebräuchlich waren. Unermesslich groß ist das Fundinventar an einfachen Eisenwerkzeugen, Bronzegegenständen und Töpferwaren. Unter anderen Topfscherben wurde auch ein wohlerhaltenes Öllämpchen gefunden, welches die Marke einer oberitalienischen Tonwarenfabrik erkennen lässt. Auch Terra Sigillata-Scherben und andere Tonwaren finden sich in reichster Fülle. Die Stücke werden von kundiger Hand wieder zusammengesetzt und in Lienz im Museum Aguntum aufbewahrt. Österreichisches Fest hat uns heute all die vielen Tausende hier an diesem wunderbaren September-Sonntag auf diesem unvergleichlichen Festplatz in Wien zusammengeführt. Allen voran gilt heute unser unauslöschlicher Dank, gilt höchste Ehre unseren toten Helden. Ihnen entbieten wir in dieser Feierstunde Österreichs Dank und Ehrengruß. Marco Damiano, die Voraussetzungen auch für das Gelingen der großen weltgeschichtlichen Zeitaufgabe. Transport. Zahlreich und verschiedenartig sind die Waffen, die man teils bei den Gefangenen, teils in Verstecken gefunden hat. Eigenartig, aber bestimmt nicht ungefährlich, sind diese primitiven, mit Draht umwundenen Explosivkörper, die bei der Revolte gegen die Staatsgewalt verwendet wurden. Im Palazzo Venezia wurden die drei Protokolle, welche die Ergebnisse der Besprechungen von Rom zusammenfassen, feierlich unterzeichnet. Als erster unterzeichnete Bundeskanzler Dr. Dollfuss, als zweiter der ungarische Ministerpräsident Gömbös und als letzter der Duce Benito Mussolini.
Das erste Protokoll ist ein konsultativer Pakt der drei Mächte Italien, Österreich und Ungarn und bekräftigt den Entschluss der drei Staaten, sich in allen wichtigen Fällen auf eine einheitliche Politik zu einigen, wobei das Hauptziel dieser Politik die Erhaltung der Selbstständigkeit der drei Staaten und vor allem die Sicherung der Selbstständigkeit Österreichs ist. Ferner wird die Forderung einer wirklichen Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas als weiteres Ziel des Drei-Mächte-Paktes bezeichnet. Das dritte Protokoll enthält Abmachungen wirtschaftlicher Natur. Platz, auf dem wir uns hier befinden. Jener Platz, auf dem durch Jahrhunderte hindurch im manchen Belangen die Geschicke unseres lieben Kloster Neuburg entschieden worden sind, den Namen Dr. Dollfussplatz tragen. Jeder, der treu und ehrlich auf Tausenden seid ihr heute hierher gekommen, um einen großen Gedenktag der Geschichte Wiens und Österreichs zu feiern. Das ist Frühling geworden. In der Natur, in unserer schönen Vaterstadt Wien, in unserem lieben Vaterlande Österreich, das Weihespiel beginne.